Sie wird einmal die Königin der Niederlande sein und so langsam wird Kronprinzessin Amalia an ihre künftige Aufgabe herangeführt. Beim Königstag in Amersfoort feiert Willem-Alexander mit dem Volk seinen 52. Geburtstag. Doch nicht der Monarch, sondern die 15-Jährige ist der strahlende Hingucker. Gemeinsam spaziert die royale Familie durch die Innenstadt und hält an verschiedenen Stationen, um die Einwohner zu treffen. Ganz professionell schüttelt Amalia Hände und unterhält sich mit den Gastgebern. In ihrem bunten Kleid und mit den langen blonden Haaren sieht sie umwerfend aus. Und auch das Posen für die Fotografen hat die Tochter von Willem-Alexander und Maxima schon drauf. Am Ende des Spaziergangs lächelt die ganze Familie noch einmal in die Kameras der Fotografen. Und dabei wirft uns Amalia einen echten Modelblick zu. Wow, so könnte sie auch in jedem Modemagazin begeistern. Vor allem ihre Wallemähne ist absolut beneidenswert. Doch für einen kleinen Moment ist die wenig später in Gefahr. Auf der Bühne posiert die Familie mit Künstlern für ein Foto. Dabei bleibt ein junger Mann mit seiner Uhr in Amalias Haaren hängen und reißt ihr ein paar davon aus. Und was macht Amalia? Die Thronfolgerin bleibt ganz professionell, richtet sich die Frisur und posiert weiter für das Foto. Herrlich sympathisch und Haare wachsen ja schließlich wieder nach.